Kourtney Kardashian und Travis Barker haben sich getraut. Das Paar hat kürzlich in Las Vegas geheiratet. Die Eheschließung wurde anschließend von mehreren Medien öffentlich gemacht. Jetzt äußert sich Kourtney zum ersten Mal zur Hochzeit. Auf Instagram postet sie mehrere Bilder der Zeremonie. Von einem Brautkleid ist nichts zu sehen. Kourtney und Travis sagten in schwarzen Lederjacken und mit Sonnenbrillen ja. Dazu schreibt die Schwester von Kim Kardashian: Habe diese Bilder in meiner Fotogalerie gefunden. Es war einmal in einem weit entfernten Land, Las Vegas, um 2 Uhr nachts, nach einer epischen Nacht und etwas Tequila. Eine Königin und ihr schöner Prinz wanderten mit einem Elvis-Imitator in die einzige Hochzeitskapelle, die noch offen war, und haben geheiratet. Ohne Lizenz. Damit bestätigt Kourtney auch, dass die Ehe des Paares noch nicht rechtskräftig ist. In den USA darf man nicht ohne Ehelizenz heiraten, deshalb war die Hochzeit in Las Vegas erst einmal nur symbolisch.